Hallo, guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute ist Mittwoch, der 16. Mai und hier ist die heutige Ausgabe von Megional, Ihrer täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, noch knapp einen Monat, dann beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Das lässt natürlich auch die Erzgebirger nicht kalt. Frank Langer hat sich einmal angeschaut, wie man sich beim Nachwuchs in Pockau-Lengefeld mit diesem Thema beschäftigt. Welches neue Trainingsumfeld dazu genutzt wird und was ein Maskottchen namens Martha Büschel damit zu tun hat, erfahren Sie jetzt. Die größeren Fußballer trainieren so. Die kleineren so. Der FSV Pockau-Lengefeld hat im Stadion bzw. auf dem Sportplatz eine weitere Trainingsmöglichkeit geschaffen, die zudem flexibel einsetzbar ist und für weitere Aktivitäten zur Verfügung steht. Timo Ulich ist mit der Anschaffung zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die ja letztes Jahr im Juni erhalten, hat schon Badfest mitgemacht, hat uns bei vielen Vereinsaktivitäten schon geholfen. Vermietung konnten wir auch schon Erfolge erzielen, sodass sie ständig unterwegs ist. Und wie gesagt, heute nutzen sie mir zum Auftakt zur Sponsorenveranstaltung, weil alle, die eingeladen sind heute, die zur Soccer-Anlage mit beigetragen haben. Patrick Fritsch trainiert mit den jungen angehenden Fußballern. Für die Kids ist es perfekt, weil der Ball halt immer im Spiel ist. Da rollt nicht sonst wohin, weil die technischen Voraussetzungen sind ja noch nicht so groß. Ja. Da bleibt halt immer im Spiel, da ist halt immer da. Man kann die Bande nutzen, damit kann man Spiele machen etc. Und was halt auch ganz cool ist, man hat es gebündelt. Die Kinder, die rennen nicht sonst wohin auf den Platz oder so. Die haben hier den festen Platz zum Training und es funktioniert halt viel besser. Man hat es gebündelt dort. Was hältst du denn hier in dem Spielfeld? Schön. Und Fußball generell, macht Spaß? Ja. Zum Sponsorenabend erklärte Timo Ulich auch, was auf der Anlage demnächst geplant ist. Wir wollen die Soccer-Anlage nutzen, um Mitglieder zu gewinnen, junge Mitglieder vor allem, für den Fußballsport zu begeistern. Und da wird am 21.06. dieses Jahr eine Mini-WM stattfinden. Dazu laden wir alle Kitas der Stadt Pockau-Lengefeld ganz herzlich ein. Und da gibt es heute zu der Sponsorenveranstaltung noch die entsprechende Auslosung dazu. Die Zulosung der Kindergärten erfolgte in diesem Rahmen. Martha, einmal bitte hier reingreifen, kannst du sehen? Ein Ei ziehen, jawohl. Martha Büschel, das Vereinsmaskottchen, half bei der Ziehung. So, und welche Fußballnation fährt noch? Reifleiner. Falsche Antwort. Deutschland. Ja, jeder, wir haben im Ortsbild 5 Kitas in Pockau, in Lengefeld, in Libbersdorf, in Forchheim und in Wernsdorf. Und diesen Kindergärten werden praktisch die 5 Fußballnationen zugelost. Und wir hoffen natürlich, dass die Kitas das zum Anlass nehmen, Fangesänge einzustudieren, vielleicht Trikots zu gestalten und die Zeit bis zum 21.06. zu nutzen, um dass sie hier als Kindergarten sich ordentlich präsentieren und natürlich eventuell den Pokal mit nach Hause nehmen. Ja, wir bleiben beim Thema, denn worum ging es heute nochmal auf dem Jahn-Sportplatz in Marienberg? Es ging um Fußball. Beim Energiecup 2018 waren dieses Jahr wieder zahlreiche Grundschüler der Region angetreten, um gegen das runde Leder zu treten. Dabei kämpften sie um den Einzug in das Finale in Döbeln. Die ersten Spiele laufen. Gerd Hibner von der EVM eröffnete das diesjährige Turnier. Neunte Auflage Energiecup Marienberg, Energieversorgung Marienberg. Eine schöne Tradition und wir können auch sagen, wir haben dieses Jahr eine Rekordbeteiligung von 8 Mannschaften. Davon sind 2 Mannschaften, die schon die ganze Zeit dabei sind. Das sind die Schüler, die über die Grundschule aus Großrückerswalde und die Herzog Heinrich. Oberstufe und neu dieses Jahr zum ersten Mal dabei die Grundschule aus Großwaldersdorf. Ein herzliches Willkommen. Trotz des regnerischen Wetters waren die jungen Fußballer euphorisch und hatten sich klare Ziele gesetzt. Die Wetterbedingungen sind schlecht. Ja, aber Wetter ist verschlügt. Es wird erfolgreich sein. Ja, wir hoffen. Es geht. Dann viel Spaß. Wir gewinnen! Gut! Seid ihr so gut? Ja! Wir kommen ins Finale! Nach dem Finale! Danke, ihr Erfolg! Danke! Danke.
In den Vorrunden ab um 9 Uhr kämpften die 8 Mannschaften in 2 Staffeln um den Gruppensieg. Jedes Tor wurde bejubelt und gefeiert, wie bei den Großen. Herzog Heinrich aus Neuenberg. Gewollt und gewünscht sind die Fans am Spielfeldrand, die ihre Mannschaften eifrig anfeuerten. Die Mädels aus Pobersau sogar mit einer einstudierten Choreografie. Wir sind die Pobersauer, wir sind gut, und es ist keiner mehr, wir sind Gewinner, Winner, yeah! Das ist noch eine feine Rasse. Keine Ahnung. Einfach nur Krach machen. Ja. Gegen Mittag waren die Finalspiele, bei denen wir ebenfalls dabei waren. Morgen sehen Sie dann an dieser Stelle die Auswertung dieses Sportereignisses mit den obligatorischen Siegerbildern. Anderes Thema, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir waren am Wochenende in Seifen unterwegs und haben uns einmal traditionelles erzgebirgisches Handwerk erklären lassen. Wissen Sie eigentlich, wie das mit dem Reifendrehen genau funktioniert? Wir zeigen es Ihnen. Ausgangsmaterial ist eine Baumscheibe. Fichte, das ist ganz wichtig. Es geht nicht mit jedem Gehölz, oder? Nee, es muss ein Weichholz sein, was sich schnitzen lässt. Mhm. Und für uns ist natürlich die Fichte das Einheimische. 90%, reichlich 90% ist Fichte, was wir verarbeiten. Und dann, sagen wir mal, in Ausnahmen eine Linde, Erle und okay. Ein bisschen Birke. So, also ich habe jetzt hier so einen Ring, das soll mal was für ein Motiv werden, was für ein Tier. Heute drehe ich Hasen im Moment. Das sieht aber ganz und gar nicht aus wie ein Hase. Ja, für einen Laien, ne, aber wenn Sie es jetzt mehrmals gesehen hätten, wüssten Sie es schon ein bisschen, ne, dann die Richtung. Also man kennt dann nach Jahren schon die Kniffe und Tricks und weiß schon, wo muss ich was wegnehmen, damit dann da ein Hase, eine Kuh oder ein Schaf draus wird. Na, ich sag mal, man muss das Viech schon mal gesehen haben. Okay. Ja. Und dann ist es am Werk viel Routine, um dann Blick zu entwickeln. Weil ja jeder Ring was ein Mie anders. Okay. Ja. Das eine hat ein bisschen mehr gefressen, das andere ein bisschen weniger. Das ist einfach so. Ja. Also wir sind keine CNC-Fräser jetzt. Ja. Ja. Das ist Handarbeit. Handwerk, Handarbeit. Das, ja, das zeigen sie uns ja nun bestimmt auch mal, wie das, ja, wie aus dem Riesen. Stammabschnitt jetzt erstmal rundschrubben. Hm? Glatt drehen, vorne und hinten plan stechen. Und dann kann ich anfangen und aus so einem Stück kommen jetzt 2, 3 Hosen raus. Ja. Ringe. 3 Ringe Hosen. Ja. Nach vielen Runden auf der Drehbank entsteht unter fachkundigen Händen des Drechslers der berühmte Reifen. Ob die Form gelungen ist, sieht man beim Abspalten der Tiere. Genau. Und da durften wir auch mal wieder probieren. Ja, naja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, da ist jetzt ideal. Das ist Schmolltier, da ist okay. Ja, auch für uns einmal ein interessanter Einblick. Was es im Freilichtmuseum noch zu entdecken gibt, sehen Sie in unserem ausführlichen Beitrag ab kommenden Samstag im MEF-Wochenrückblick. Und damit schauen wir jetzt mal in unseren Serviceblock. Im letzten Jahr kamen 12 Menschen bei Verkehrsunfällen auf den Straßen in unserem Kreisgebiet ums Leben. Das geht aus dem heute veröffentlichten Verkehrsbericht der Polizeidirektion Chemnitz hervor. Weitere 1027 Personen wurden im Rahmen von Unfällen im Straßenverkehr verletzt. Insgesamt ereigneten sich im Jahr 2017 8022 Verkehrsunfälle im Erzgebirgskreis. Bei 129 davon stand mindestens einer der Beteiligten unter dem Einfluss von Alkohol.
Demgegenüber stehen 450 alkoholisierte Fahrzeugführer, die die Polizei aus dem Verkehr zog, bevor es zu einem Unfall kam. An insgesamt 1517 Unfällen waren junge Fahrer zwischen 18 und 25 Jahren beteiligt. 1998 Unfälle wurden von Verkehrsteilnehmern der Generation 65+ verursacht. Insgesamt in 1562 Fällen entfernten sich Unfallverursacher pflichtwidrig vom Unfallort. Mit teuren Fotos ist morgen im Stadtgebiet von Marienberg zu rechnen. Kontrolliert wird die Geschwindigkeit auf der Freiberger Straße. Die Einhaltung des vorgeschriebenen Tempos wird auch auf den zuführenden Autobahnen in unser Sendegebiet überprüft. Besonders auf den Autobahnabschnitten im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz, auf denen dauerhaft oder zeitweilig Geschwindigkeitsbeschränkungen eingerichtet sind, und im Bereich von Baustellen muss natürlich täglich mit Kontrollen gerechnet werden. Und damit ein Blick in unseren Polizeibericht. Drehbach, Pärchen mit gestohlenem Passat gestellt. Unterstützungskräften der sächsischen Bereitschaftspolizei ist Dienstagabend gegen 23.30 Uhr auf der B174 in Fahrtrichtung Marienberg ein VW Passat aufgefallen. Die Beamten prüften das Fahrzeug und stellten fest, dass die angebrachten Kennzeichen nach einem Diebstahl in Fahndung standen. Die Zivilstreife nahm daraufhin die Verfolgung auf. Zeitgleich begaben sich weitere Einsatzfahrzeuge der gemeinsamen Fahndungsgruppe der Bundespolizei und der Polizeidirektion Chemnitz in den Bereich. In Drehbach stoppte der VW unvermittelt, ja, und dies wollten die Beamten nutzen, um das Fahrzeug zu kontrollieren. Plötzlich fuhr der Passat jedoch wieder an, sodass sich die Polizisten mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen mussten. Sie blieben unverletzt. Letztlich konnte der Wagen am Ortsausgang Drehbach durch Einsatzkräfte gestoppt werden. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, waren nicht nur die angebrachten Kennzeichen gestohlen, sondern auch das Fahrzeug selbst. Es war im März diesen Jahres in Thun gestohlen worden. Der VW wurde sichergestellt, die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Wie die beiden in den Besitz des Fahrzeugs kamen, muss im Zuge der weiteren Ermittlungen geklärt werden. Die 27-jährige Fahrerin ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Da ein Vortest positiv auf Amphetamine ausfiel, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme. Gegen die Frau wird daher auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss berauschender Mittel sowie gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Des einen Freud ist des anderen Leid. So könnte man die aktuelle Wettersituation beschreiben. Die Natur und die Hobbygärtner sehnen sich nach dem Nass. Schließlich herrscht in den Regentonnen schon seit längerem gähnende Leere. Also gut, dass es heute mal geregnet hat. Tja, und den anderen sei gesagt, es kommen auch wieder trockene Tage. Tja, heute Abend und in der Nacht ist der Himmel bei uns bedeckt und blickdicht, sodass nichts von den Sternen und dem Mond zu sehen ist. Wobei, es ist eh Neumond. Dafür regnet es auch in den Nachtstunden weiter. Das Niederschlagsrisiko beträgt 80%. Somit hat der Schirm nochmal eine Daseinsberechtigung. Die Temperaturen, liebe Zuschauer, liegen im zweistelligen Bereich. Zwar gerade nur so, aber immerhin. Ja, so werden in Olbernhau 9 bis 11 Grad. In Marienberg zeigen die Thermometer 8 bis 10 Grad an. Und die Zschopauer bekommen mit 10 bis 12 Grad die Höchstwerte hier bei uns im Sendegebiet. Der Wind weht leicht mit um die 8 Kilometer pro Stunde aus Westen. Morgen am Donnerstag beginnt der Tag mit einem bedeckten Himmel. Und das zieht sich auch bis in die Nachmittagsstunden hinein. Regnen wird es in dieser Zeit eher selten. Das Niederschlagsrisiko beträgt nur 30%. Am späten Nachmittag mischt sich dann die Sonne mit ins Wettergeschehen ein. Der Himmel zeigt sich dann wolkig. Eine Arbeitsstunde kommt am Ende des Tages dann noch zusammen. Allerdings klettert auch das Niederschlagsrisiko auf 80%. Wolkig geht es dann auch in die Nacht hinein.
Die Temperaturen, liebe Zuschauer, werden noch wieder erwarten ganz moderat. In Pfaffroda am Schlossteich gibt es Werte zwischen 10 und 15 Grad. In Wolkenstein am Markt zeigen die Thermometer zwischen 10 und 14 Grad an. Und in Gornau am Rathaus klettert das Quecksilber auf 11 bis 17 Grad. Der Wind weht dabei leicht mit um die 15 Kilometer pro Stunde aus nordwestlicher Richtung. Tja, und so geht es die folgenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist unser vorerst vorsichtiger Ausblick auf das Pfingstwochenendwetter. Auch am Freitag geht es in etwa so weiter wolkig mit sonnigen Abschnitten, so ist der Himmel. Der Tag bleibt insgesamt trocken. 9 bis 18 Grad zeigen die Thermometer und der Wind weht leicht aus Nordwesten. Der Samstag vor Pfingsten hält einen bewölkten Himmel für uns bereit. Immer wieder müssen wir auch mit leichten Regenschauern rechnen. 10 bis 17 Grad zeigen die Thermometer bei einem leichten Wind aus Nordosten. Tja, und genauere Details für das kommende Pfingstwochenendwetter, die verrate ich Ihnen dann morgen hier im Regionalwetter. Ja, Ihnen noch einen schönen Abend und damit zurück zu dir ins Regionalstudio, Nancy. Vielen Dank, Tobias, und damit sage ich Tschüss bis morgen an dieser Stelle, wenn Sie mögen. Ihnen noch einen schönen Abend.